Morgen, verehrten Herren und Damen. Ich will euch erzählen von dem Mann, dem ich einst gesagt hab, ja und Amen, was bis heute ich nicht verstehen kann, sehe ich mir jetzt mal an den Armen, tu ich selber mir direkt erformen. Abgesehen davon, dass vom Wein sein Osen rot, abgesehen davon, dass ihm ständig brennt der Sod, dass er noch mir wirft im Zorn am Blumentopf was tun. Abgesehen davon, dass er nie zufrieden ist, abgesehen davon, dass er stets für drei frisst und dabei mein Wirtschaftsgeld verkürzt von Woche zu Woche. Abgesehen davon, das ginge noch, aber das wird noch viel schöner, nur aufgepasst. Abgesehen davon, dass er kaum addieren kann, abgesehen davon, dass er überhaupt kein Mann, dass er mir seit 20 Jahren stets verspricht an Sohn. Abgesehen davon, dass er falsche Stockerln hat, abgesehen davon, dass er ungern Geld ins Bad und dass er im Ganzen nicht 1,20 Meter hoch. Abgesehen davon, das ging ja noch. Ist allein gegangen, ist er halt in der Wäsche, nicht im Laufe der Jahre kann man nichts machen. Abgesehen davon, dass er nie eine Zeitung liest, abgesehen davon, dass er andere Frauen küsst und dabei seine Freundin noch empfängt in mein Salon. Abgesehen davon, dass er Fingernägel fest, abgesehen davon, dass er nichts verdient zum Mess und bis in der Früh darum spürt ihn ein Vorstadtjob. Abgesehen davon, das ging ja noch. Abgesehen davon, dass er immer ist in Wut, abgesehen davon, dass er furchtbar steht am Tod und dass er sehr oft im Schlafe wandelt am Balkon. Abgesehen davon, dass er Schulden nie bezahlt, abgesehen davon, dass ihn kennt der Staatsanwalt, das wegen Bigamie ein ganzes Jahr er saß im Loch. Abgesehen davon lieb ich ihn.